vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuziget werde. Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergriffen und töteten. Sie sprachen aber: Jammi, und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seinen Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Ostern halten mit meinen Jüngern.
zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und übernahm ein jeglicher unter ihnen und sagte zu ihm: Thank you.
und fand sie abermals schlaf. Und ihre Augen waren voll Schlafen. Und er ließ sie und ging abermals hin und betet zu dritten Mal und redet dieselben Wort. Da kam er zu seinem Jüngern und sprach zu ihm: Ach, wollet ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist die, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lass uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Und als er noch redete, siehe, dann kam Judas, den Sohn von einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priester und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Wenn ich küssen werde, der ist dein Greifet. Und als bald trat er zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi. Und ich nicht könnte meinen Vater bitten,
dass er mir zuschickete, mehr denn 12 Legion Engel. Wie würde aber die Schrift erfüllt? Es muss also gehen. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schar: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwerten und mit Schangen mich zu fallen. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllt würden die Schriften der Propheten. Dank die Hohenpriester aber und die Eltern
und die ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf dass sie ihn töteten. Und fanden keinen. Zuletzt raten wir zu, dies wieder falsche Zeugen, welchen sprachen. König hat gesagt, von den Tempel kommt der Tempel Gottes abbrechen, in Tagen, in den Tagen, den Tempel bauen, den Tempel bauen. Und die hohe Priester stund auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht zu dem, dass diese widerlich zeugen? Jesus aber schweigt still. Und die hohe Priester antwortet und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, und du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach, du sagest es. Doch ich sage euch, von nun an wird es geschehen, dass ihr sehen werdet, des Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Das Reis des hohen Priesters seiner Kleider und sprach, ihr habt Gott gelästert, was die Wendung heute Zeugnis. Siehe, so habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was singet euch? Sie antworteten und sprachen, er ist des Todes schuld, er ist des Todes schuldig. Da speierten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen, Weiß sage uns Christus, Weiß sage uns Christen, es ist es, der dich schlug, Weiß sage uns Christen, ist es, ist es, mit dem Jesu von Nazareth.
Weilen trafen hinzu, die da stunden und sprachen zu Petro. Zu ihm sagte, er an der Halle krähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen. Und ging heraus und alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten, und bunden ihn und führten ihn hin und überantworteten ihn den Landpfleger Pontio Pilato. Da das Judas sah, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zu Tode, gereuert es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was gilt uns, dass sie es so. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin, und er hing sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Helfen, mit das Kissen ist das, 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 mit das Kissen ist das. Eines Töpfers sagte darum zum Begrabnis der Pilgrim. Daher, er ist derselbige Acker genäht, der Blutacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist verfühlt, das gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlt ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben und einem Töpfer sagten, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund für den Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest es. Und daher verklaget wird von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen?
und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass ich auf der Land lebe, sehr verwunderte. Überantwortet hatte. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: So, wenn du nicht zu schaffen mit diesen Gerechten, ich habe heute viele Mieten im Grauen von seinetwegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesu umbrächten. Da antwortet nun der Landpfleger und sprach zu ihm: Welchen wollet ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesaget wird, er sei Christus?